Führen Sie den Lightning-Stecker von hinten durch das äußere Loch. Für die richtige Länge ziehen Sie das Kabel etwa bis zur zweiten Steckdosenleiste, dann von vorne durch das zweite Loch und die beiden Löcher wirken wie eine Bremse und legen die Länge des Kabels fest. Stecken Sie nun noch den Stecker ein mit dem größeren Endteil nach außen und den Rest des Kabels lassen Sie hinter der Leiste verschwinden. Wird der Stecker nicht benötigt, sollten Sie ihn in das freie dritte Loch stecken, damit er in der Tür nicht zerquetscht wird. Nochmal anschließen und wenn das iPad entnommen wird, gehört der Stecker an diesen Platz.